zusammen, heute möchte ich euch ein neues Mini-Album von mir präsentieren. Und zwar hat es den Titel Fliegender Traum, da dort viele Schmetterlinge und auch Vögel abgebildet sind. Das Mini-Album ist für Fotos gedacht, deswegen habe ich auch den Titel Fotos vorne mit Alpha-Stickern draufgeklebt. Der Hintergrund ist mit Gelatos gestaltet und dann habe ich noch eine Stanzschablone von der lieben Christine verwendet und einen schönen Sticker, dann noch den Schriftzug Happiness und ein paar Glitzersteine. Auf dem Cover in der Innenseite ist eine Tagtasche angebracht. Dort befindet sich auch ein Tag, der mit Perlen verziert ist und der auch doppelseitig mit Motivpapier beklebt ist. Den Hintergrund habe ich bewusst schlicht gewählt und einfach nur weißen Cardstock aufgeklebt, da man durch den Tag dann gar nicht viel von dem Hintergrund sieht. Die Tasche habe ich noch mit einigen Schmucksteinen versehen, in Blüten und auch in Herzform. Dann kommen wir weiter zur ersten Innenseite. Dort haben wir so einen Klappmechanismus, den man aufklappen kann. Als Griffe sozusagen habe ich zwei kleine Blüten aufgeklebt, die dann sozusagen ja als Knöpfe da sind, dass man das Ganze öffnen kann. An der Innenseite ist auch alles mit Motivpapier versehen. Dort können dann Notizen angebracht werden oder auch einige kleine Fotos aufgeklebt werden. An der Seite befinden sich dann jeweils immer Tagtaschen. Dort habe ich auch so kleine Griffe angebaut, so dass sich das alles ganz gut rausziehen lässt. Und auf diesen Tags können dann sehr große Fotos angebracht werden. Die sind auch gar nicht weiter verziert, sondern einfach nur mit Motivpapier versehen. Und hier kann dann alles mit Fotos und Journaling versehen werden. Dann wollen wir einmal weitergehen und auf die nächste Seite umblättern. Dort befindet sich nun wieder ein Klappmechanismus, der von unten nach oben geklappt werden kann. Auch hier lassen sich wieder toll Fotos anbringen, vielleicht auch welche, die nicht gleich auf den ersten Blick gesehen werden sollen. Und ich finde das immer ganz schön, wenn man da noch so ein bisschen was klappen kann. Oben auf der Seite ist dann noch ein Platz für einen Tag. Dort habe ich auch schon einen reingesteckt und der lässt sich dann auch wieder hier herausziehen und darauf lässt sich auch wieder gut ein Foto platzieren. Auch dieser ist dann doppelseitig mit Motivpapier versehen. Den Klappmechanismus habe ich auch wieder mit einer Halbperle versehen. Ich habe in diesem Album bewusst nicht so viel Schmuck angebracht, da dort ganz viele Fotos hinein sollen und ich es dann besser fand, wenn dort noch viel Platz gelassen wird. Hier seht ihr noch den nächsten Tag, der dann in die nächste Tagtasche hineinkommt, die sich dann wieder an der Seite befindet. Auf der Seite, die wir jetzt sehen, ist so eine kleine Lasche angebracht, in die dann wieder ein Tag reingeschoben werden kann. Die habe ich wieder mit einer Blüte versehen und auch mit zwei Halbperlen. Und diesen Tag habe ich dann auch schon gestaltet und auch wieder mit Motivpapier versehen. Dann habe ich links an der Seite noch etwas Washi-Tape angebracht, da ich das farblich sehr passend fand. Und da scheint auch noch diese Lasche ein wenig durch und das finde ich auch ganz schön. Ja, die nächste Seite hat wieder eine große Tagtasche. Hier habe ich noch so einen Paperclip angebracht, den ich einmal in einem Pocketletter hatte. Der war farblich sehr gut passend zu diesem Album und dort kann dann einfach etwas angepinnt werden. Und hier oben ist dann auch wieder ein Tag drin. Ja, hier unten auf der Seite ist noch so ein Sticker angebracht. Vielleicht habt ihr schon festgestellt, wenn ihr auch das Video zu meinem Mini-Album Pinky gesehen habt, dass ich hier ganz viele Papierreste von dem Album verwendet habe und so dann noch einen guten Verwendungszweck meiner Meinung nach gefunden habe. Ja, hier habe ich jetzt wieder mit einer Blume gearbeitet und noch so einer Papierseite, die in einer runden Form gestaltet war. Und dann ist hier auch wieder so ein Klappmechanismus, auf dem dann wieder einige Bilder untergebracht werden. Genau wie auch bei allen anderen Seiten befindet sich hier an der Seite auch wieder so eine Tagtasche, in der sich auch ein Tag befindet, den ich schon beklebt habe. Man kann dort natürlich auch noch weitere Tags unterbringen. Je nachdem, wie viele Fotos man in diesem Album unterbringen möchte, findet sich hier noch jede Menge Stauraum.
Nun wollen wir auch schon übergehen zur nächsten Seite und dort befindet sich an der rechten unteren Seite wieder so eine Lasche, in die ein Tag hineingesteckt werden kann. Und hier habe ich an der unteren Seite das Washi-Tape angebracht. Also die Seite ist ähnlich gestaltet wie die andere mit der Lasche, nur dass ich das Washi-Tape nun an der unteren Seite angebracht habe. Das wäre es dann auch schon zu dieser Seite und dann kommen wir zur gegenüberliegenden. Hier habe ich auch wieder eine kleine Lasche angebracht, diese mit einem Schmuckstein versehen und hier kann man dann etwas drunter kleben, vielleicht auch ein Foto und dann auf der Lasche die Schrift oder ähnliches und oben ist noch ein Sticker angebracht. Auch hier kann an der Seite wieder ein Tag verstaut werden und auch hier habe ich schon einen vorbereitet. Hier habe ich jetzt nur einen kleinen Streifen Motivpapier aufgeklebt. Das ist auch immer eine ganz gute Lösung, wenn man noch einen kleinen Rest übrig hat. Dann sind wir auch schon bei der letzten Seite angekommen. Hier ist wieder so eine Tag-Tasche, diesmal an der linken Seite. Diese habe ich noch mit einer Eule verziert und da einige Journaling-Cards angebracht. Und dann ist hier auch noch ein Klappmechanismus, auf dem ich noch einen Sticker angebracht habe. Und hier sind, wie gesagt, noch die Journaling-Cards. Die habe ich hier jetzt exemplarisch reingesteckt. Eventuell tausche ich sie dann noch aus, je nachdem, was ich in dem Album unterbringen werde. Auf der Innenseite des Backcovers sind wieder einige Schmucksteine und dann noch zwei kleine Spatzen. Und ja, der Hintergrund ist einfach mit weißem Cardstock. Das Backcover ist mit Serviettentechnik gestaltet, da ich die wirklich sehr, sehr schön fand, diese Serviette. Und die hatte ich auch in einem Pocketletter. Und ich fand es eine richtig schöne Idee, die einfach so zur Verzierung dieser Seite zu nutzen. Das war dann auch mein Album. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seht nun noch einige Detailfotos im Anschluss. Ich würde mich über ein Abo von euch freuen und auch über einen Kommentar. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!